Ich lese uns heute einen weiteren Abschnitt aus dem Hebräerbrief vor und wiederhole den vierten Vers dabei nochmal bis Vers 14. Da geht es ja um die Beweisführung, dass Jesus Christus der Name ist, der über alle Namen steht, dass er höher ist, nicht nur als die Menschen, sondern höher als auch die Geistwesen, die unter dem Himmel sich bewegen. Höher ist als alle Engel, auch als die Engel, die Cherubim, die um dem Thron Gottes sich befinden. Jesus ist so viel besser geworden, denn die Engel, so viel höher der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und abermals, da er einführt den Erstgeborenen in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Und von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Gott, dein Stuhl wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reichs ist ein richtiges oder aufrichtiges Zepter. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, gesalbt dein Gott mit dem Öl der Freuden über deine Genossen. Und du, Herr, hast von Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, aber du wirst bleiben. Und sie werden alle veralten wie ein Kleid. Und wie ein Gewand wirst du sie wandeln und sie werden sich verwandeln. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst derer willen, die er erben sollen, die Seligkeit? Soweit über diese Beziehung zwischen dem Sohn Gottes und den Engeln der Geistschöpfung und somit letztlich ja auch zu den Menschen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sollte und wollte durch den Heiligen Geist die Tatsache des Kommens des Messias in diese Welt aufzeigen und sagen, das ist der, der über allem steht. Hier verstehen wir auch diese Worte in einer Apostelgeschichte nach Pfingsten, wo der Apostel ausruft, es ist in keinem anderen Heil. Es ist uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir sollen selig werden. Keiner. Und zwar, weil keiner in dieser Höhe und Größe genannt werden kann. Wir werden gleich einige Stellen dann mal durchgehen. Hier handelt es sich ja nicht um ein Engelwesen, so wie zum Beispiel ja auch die Menschen in der Zeit glauben, Jesus war nur ein Prophet. Und jetzt bei dem wunderbaren Einsatz im Johannesstift, meine Frau und ich durften auch einige Stunden dabei sein, es war ja wirklich ein Auflauf an Menschen und fast 2000 Testamente konnten schon mal verschenkt werden und darüber hinaus viele Kalender und Schriften. Aber da kamen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen an den Tisch. Ein Mann, so ich schätze ihn mal, vielleicht so 70, der sagte, ja, ich bin Buddhist. Ein Berliner, Buddhist, so, ja. Ja, warum? Weil es kein Gott gibt. Denn die Buddhisten, die glauben ja nicht an ein persönliches Leben. Sie haben keine unsterbliche Seele. Es ist ja so kurios.
Sie glauben ja, dass Sie einst nach dem Tode in verschiedene gute und böse Elemente zersetzt werden und dann werden die Elemente neu zusammengesetzt, dann kommen Sie vielleicht als Frosch wieder oder dann, wenn der Frosch mal aufgelöst wird, dann vielleicht als Baum oder so dergleichen, bis eben diese Elemente wie so ein Puzzle zusammenpassen nachher, dass Sie dann einfach nicht mehr wiederkommen müssen. Ne? Sie glauben an die Reinkarnation. Das heißt also, Sünde gibt es nicht. Und weil es keine Sünde gibt, brauchen Sie auch keine Erlösung. Und da sagt er, ich nehme das nicht an, dass ich schuldig bin durch Adam und Eva. Da sage ich, naja, Sie haben sich ja auch mal selber was verkehrt gemacht. Naja, nee, das lässt er nicht gelten. Für ihn ist Jesus nur einer, der eine gute Lehre, wie man gut miteinander umgehen soll, gebracht hat. Andere wiederum, auch im Islam, sehen Jesus nur als Prophet. Und hier verstehen wir auch, warum durch den Heiligen Geist das so deutlich gemacht werden muss, dass Jesus, der Sohn Gottes, ja Gott ist und über allem steht. Dass bereits, und das soll hier im Hebräerbrief deutlich werden, die Persönlichkeit und die Sendung des Sohnes Gottes, die Sendung Jesu, höher und einmaliger ist als alle Sendungen der Engel, alle anderen Offenbarungen. Sein Name ist höher, nämlich so viel höher, Gott über seine Schöpfung ist und über der Schöpfung der Engel. So viel höher ist sein Name. Er steht über allem, von Anfang an. Und wenn wir von Jesus Christus sprechen als unseren Erlöser, dann sollen wir das sehen. Dann sollen wir sehen, er ist Gott. Und wenn wir das für uns persönlich sehen, dass er Gott ist, können wir nur anbeten. Dann sind wir nicht bloß Christen, die sich nach Christus nennen, sondern dann haben wir einen Gott, vor dem wir zu stehen haben, der uns lenken und leiten will und der uns auch beurteilt. Beurteilt, ob das, was wir tun, richtig ist. Wir können uns seiner Beurteilung nicht entziehen. Jesus ist der Gesalbte, der Messias und konnte darum von seiner Höhe und Vollmacht über alles reden und konnte sagen, Johannes 3, niemand fährt gen Himmel, außer der, der vom Himmel gekommen ist. Niemand. Alle anderen sind darunter. Und in den Himmel kommen nur die, die ich mitnehme. Niemand fährt gen Himmel, außer dem, der vom Himmel gekommen ist. Wenn der Sohn Gottes auch eine kleine Zeit, wie es in der Schrift ja heißt, im zweiten Kapitel dann kleine Zeit optisch niedriger gewesen ist als die Engel, weil er einen Leib hatte, Menschensohn geworden ist, in menschlicher Gestalt für uns die Erlösung bewirkte am Kreuz auf Golgatha, ist er dennoch in die höchsten Höhen wieder aufgenommen worden. Er steht über allem. Deswegen hören wir nicht auf Engel. Es ist ja so ein Geschäft heute. Überall werden Engel versenkt, Engel gekauft. Im Krankenhaus kriegt man als Trost einen Engel in die Hand. Der Engel ist es nicht. Gott in Jesus Christus ist diese Hilfe, die alle Menschen brauchen. Er steht über allem. Im Norden Israels, als Jesus mit seinen Jüngern nach Caesarea Philippi ging, um sie ein Stück zur Seite zu nehmen, ein wenig Erholung von dem Ansturm der Menschen zu erfahren, frug er sie, was sagen eigentlich die Leute, wer des Menschensohn ist, wer ich bin? Was sagen die Leute? Und dann erklärten die Jünger, ja, also sie sagen Unterschiedliches. Die einen sagen, du könntest Johannes der Täufer sein, der wieder auferstanden ist. Andere sagen, du bist vielleicht der Elia oder Jeremia oder ein anderer Prophet. Also sie sagen alle etwas über dich Herrliches,
aber nicht das Eigentliche. Und dann kam die Frage Jesu, ja, und was sagt ihr? Und dann kam die Inspiration durch den Heiligen Geist in Petrus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Na, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, aber genau das ist es. Ich bin nicht Johannes der Täufer oder nur ein Prophet. Ich bin Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, mit anderen Worten, höher als alles und höher als alle. Da sagte jemand, der auch zu unserem Stand kam, im Übrigen war der auch zuvor auf der Demonstration für das Leben, der kam dann zu uns und sagte, ja, wenn ich so die Plakate sehe und hier den Schriftentisch, nicht, dann mutet das beider so an wie bei den Zeugen Jehovas. Dann sage ich, ja, er hätte recht, denn das ist die Gruppe, die am meisten bekannt ist, dass sie ihren Glauben öffentlich bekennt. Und wenn jemand seinen Glauben öffentlich bekennt, kann er eigentlich nur Zeuge Jehovas sein, denn die anderen machen das wenig oder gar nicht. Aber dann sah er auch diese Plakate, die wir da aufgeklebt haben, Jesus Christus. Ja, weil ja da Jesus Christus steht, sage ich, ja, so ist es. Weil wir diesen Namen ausrufen müssen. Gott sagen viele, aber Jesus erkennen wenige, dass er Gott ist. Und darum geht es hier im Hebräerbrief. Das war eine Sprache auch an die gläubig gewordenen Juden. Sie sollten festhalten daran, dass Jesus wahrlich Gott ist. Ihm müssen sie vertrauen über alle Offenbarungen von Engeln oder auch Menschen, die ihnen das Wort nahebringen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und weil er Gott ist, konnte er uns erlösen. Ein Mensch konnte uns nicht erlösen. Ja, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Also nur wer höher ist als Propheten, als Engel, kann die wahre Erlösung für das Volk Israel, für die Menschen bringen. Gott, der uns und die Welt geschaffen hat, er ist der Einzige, der sie erhalten und auch zurechtbringen kann. Menschenbemühungen helfen nie und nichts. Prophetenbemühungen helfen auch nicht. Übermenschliche Bemühungen sind auch zum Scheitern verurteilt. Nur der, der die Welt geschaffen hat, kann sie auch erhalten und wieder korrigieren auf einen guten Weg. Er ist der Einzige, der das vermag. Weil er höher ist als alles. Darum heißt es ja auch im Johannes 3, Vers 16, dieser bekannte Glaubensvers oder Schlüsselvers für die Erlösung. Wen hat Gott geliebt? Die Welt. Die Welt hat er geliebt. Das ist seine Schöpfung. So hat Gott die Welt geliebt, dass er sich selbst, seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn, an Jesus, an Gott glauben, nicht verloren werden. Gott kümmert sich um die Welt, um seine Schöpfung. Nur er kann sie erlösen. Nur er kann sie erretten. Und Jesus ist Gott. Höher als alle Engel. Um den Jüngern deutlich zu machen, dass er, Jesus, wirklich der Messias ist, wies er auch am Ende des Lukas-Evangeliums darauf hin, dass bereits das Alte Testament, Mose und die Propheten und die Psalmen von ihm gesprochen haben und sprechen. Dass er auch aus diesem Wort herausspricht und sich selbst ankündigt. Die Psalmen sind nicht nur schöne Glaubensgedichte oder Lieder oder Gebete, die David oder andere verfassen durften, sondern sind Gottes Wort, sind prophetische Reden, sind Verheißungen, auf Gott in Jesus Christus hin, seine Offenbarung, sein Heilsplan. Nicht im Lukas 24 nach der Auferstehung sagt er, ja, wisst ihr das nicht? Sie redeten von mir. Darum, ich bin es, der über allem steht. Deswegen konnte er ja auch sagen,
dass wir keine Angst haben sollen. Wenn er sagt, er ist bei uns alle Tage, dann ist der Schöpfer aller Dinge bei uns, dem alles untertan sein muss, dem nichts widerstehen kann. Deswegen dieser Abschnitt hier im Beweis auf die Engel. Wer sind die Engel? Was wurde von dem Sohn Gottes gesagt? Von den Engeln wurde das nicht gesagt, was von ihm gesagt worden ist. Anhand der Psalmworte, in denen Gott eine Persönlichkeitsbeschreibung seines Sohnes gibt, bewirkt also auch der Schreiber des Hebräerbriefes eine Gegenüberstellung von dem Persönlichkeitswert Jesu gegenüber den Persönlichkeiten der Engel. Psalm 2, das sind ja alles Zitate, die hier genommen worden sind aus den Psalmen und eins aus dem Buch Samuel. Im Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Zu welchem Engel hat Gott je das gesagt? Zu welchem Wesen hätte er das gesagt? So steht es bereits im Psalm 2. Über keinen Engel wurden solche Bezeichnungen und Bezeugungen ausgesprochen. Was soll erreicht werden durch diese Aussage? Zum einen glaubt an Gott in Jesus Christus und zum anderen haltet euch an niemand anderem fest in der Orientierung außer an ihm. Denn das andere ist alles irre. Führend. Meine Schwiegermutter, die ja nun auch schon nicht mehr unter den zeitlich Lebenden ist, sie hat, wenn es etwas zu erreichen galt, immer gesagt, ich gebe mich nicht mit den unteren Leuten ab, du musst immer zur höchsten Stelle gehen. Immer gleich zur höchsten Stelle. Das heißt, die ging immer zu dem Abteilungsleiter oder dem Betriebsvorstand, also sie ließ sich gar nicht erst mit dem Pförtner ein. Immer, ja, und das ist richtig. Und die Tür war dann offen. Sie brachte es sogar fertig, einen Zug mitten auf der Strecke anzuhalten. Weil die Not war so, und man hat sich gewundert, dass der ganze Zug anhält, um diese Frau einsteigen zu lassen. Immer gleich an die Höchste, sie hat ihre Sache erklärt, dem verantwortlichen Zugführer und so. Ja, na gut, dann steigen Sie mal ein. Immer die konkrete Adresse. Nie die unteren, das soll hier gesagt werden, damit wir also auch den vollen Segen erreichen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Zu wem, zu welchem Engel hätte das Gott gesagt? Diese Tatsache zeigt auch der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 13 auf, als er auf seiner ersten Missionsreise in Kleinasien von der Auferstehung Jesu von den Toten berichtete, als Erfüllung des Alten Testamentes, Erfüllung dieser Verheißung von Psalm 2, Vers 7, Apostelgeschichte 13, Vers 32 und 33, wo er sagt, und wir verkündigen euch die Verheißung, die zu den Vätern geschehen ist, dass sie Gott uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem, dass er Jesum auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also hier wird ganz deutlich gemacht, wer der Messias ist und wer der Erlöser für alle Menschen, wenn sie an den Glauben ist. Und dann auch nochmal Nathan, der Prophet, sprach durch den Geist Gottes zu David über Salomo, was aus Salomo zeitlich werden würde, aber zugleich eine geistliche Schau, die dahinter stand, von dem Sohne Gottes, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Das ist also eine Schau über das Werk, dass Gott in Jesus Christus selber hier als König auf Erden, als Erlöser und als König tun wollte und getan hat. Deswegen haben wir im 5. Vers gelesen und nochmal, ich werde sein Vater sein, hat Gott gesagt. Und er wird mein Sohn sein. Zu keinem Engel wurde das gesagt.
Und diese Rede, die Nathan gab, hier im Blick auf Salomo, sollte nur den irdischen Teil deutlich machen, dass Gott, wenn Gott Salomo segnet, dass dann auch Israel sichtbar gesegnet wird. Aber es handelte sich um Jesus, den Messias. Und das ist auch das, was Paulus dann im Epheserbrief Kapitel 2 zum Beispiel schreibt und 1. Petrus 2, so wie Salomo das irdische Haus, den Tempel bauen durfte, David ja nicht, wird der Messias das ewige Haus bauen. Und das ist die Gemeinde. Ihr seid der Tempel. Ihr seid das Haus. Und dieses Haus baut nur der Sohn Gottes, kein Mensch. Kein Mensch. Kein Engel. Kein Geist. Sondern nur Gott. Darum ist ja zum Beispiel die Bekehrung nie ein Werk der Menschen, die Bekehrung der anderen, sondern immer ein Werk des Heiligen Geistes. Kein Mensch kann den anderen bekehren, sondern das ist Gottes Werk. Er baut sein Haus. Diesen Absolutheitsanspruch soll die Gemeinde neu in sich aufnehmen und dadurch gefestigt und sicher sein, dass sie weiß, auf welcher Seite sie steht. Denn es gab viele Elemente, auch in den judenchristlichen Gemeinden, die sie verunsichern wollten, nämlich auf den sichtbaren Gottesdienst zu schauen und den unsichtbaren Gottesdienst dabei in Frage zu stellen. Denn was sichtbar ist, ist oftmals verständlicher als das, was unsichtbar ist. Alle Engel sollen Christus anbeten, haben wir gelesen. Im Psalm 97, Vers 7 wird von dem Sohn Gottes gesagt, dass ihm die Engel und die Kräfte und Herrschaften untertan sein müssen. Also es ist einfach wunderbar zu wissen, dass es überhaupt keine Kraft neben dem Sohn Gottes gibt, die irgendwas zu sagen hätte. Das ist einfach wunderbar. Und wenn wir wissen, dass wir zu Jesus gehören, dann kann keiner mehr dazwischen reden. Da gibt es keine Kraft mehr, die etwas anderes sagen könnte. Das soll uns so bewusst sein. Und mit diesem Bewusstsein können wir dann auch durch die Zeiten gehen. Die Stürme der Zeiten, die uns umgeben, können uns nichts anhaben, weil wir ja mit dem verbunden sind durch den Heiligen Geist, der das Sagen über alle Dinge hat. Es müssen alle Engel sich beugen, müssen ihn anbeten. Alle Geistwesen. Im Psalm 45 steht zum Beispiel auch im Blick auf die Königswürde Jesu, Vers 7 und 8, Gott, da wird er ja Gott genannt, dein Stuhl bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerades, ein richtiges, ein gerechtes Zepter. Du liebst die Gerechtigkeit und hast gottlos Wesen. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr denn deine Gesellen. Auch das wurde ja hier im Hebräerbrief zitiert. Die Engel werden als Diener bezeichnet. Sie sind nur Diener, die nichts von sich selbst aus zu geben haben. Sie haben nichts von sich selbst zu geben. Ein Engel, der behauptet, er hätte etwas von sich zu geben, ist ein Teufelsengel. Die sind ja die Lügengeister, die behaupten, sie hätten etwas zu sagen. Aber die Engel, die sich auch der Kraft Gottes jetzt schon unterstellt haben, tun nur, was Gott in Jesus ihnen sagt. Sie sind dienstbare Geister. Sie müssen sich ein- und unterordnen. Er, Jesus, ist der Regent, die Engel sind nur Diener. Er ist der Schöpfer, die Engel sind nur Geschöpfe. Der Sohn, durch den Gott zuletzt geredet hat, steht höher als die Schöpfung. Weil er vor allem war, haben wir gelesen, und der Mitschöpfer der Engelwelt. Im Psalm 102 können wir das nochmal lesen. Das sind ja die vorgeschatteten Worte auf die Erfüllung. Und das sollte den Hebräern
wichtig, deutlich und zu einem festen Grund ihres Glaubens werden. Da heißt es, ich sage, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Deine Jahre wären für und für in ewig. Du hast vormals die Erde gegründet. Du, der Sohn Gottes. Und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, aber du bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Sie werden verwandelt wie ein Kleid, wenn du sie verwandeln wirst. Du aber bleibst, wie du bist, unwandelbar. Am Ende lesen wir ja auch im Hebräerbrief gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Unwandelbar, verstehen wir. Das sollte in uns fest werden und auch jetzt bei den Hebräern fest werden, dass sie erkennen, dann haben wir den, auf den wir gewartet haben. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. So lesen wir auch in dem Buch Sprüche, das sind ja alles Aussagen über den Messias, über Jesus Christus, über den Sohn des lebendigen Gottes, dass er sagt, der Herr hat mich in Sprüche 8,22 gehabt im Anfang seiner Wege. Ehe etwas war und er etwas schuf, war ich da. Das ist immer wieder so überwältigend für mich und in meinen Gebeten sage ich, Herr, ja, du weißt ja wirklich alle Dinge. Was soll ich sagen? Wen soll ich fragen? Du warst vor allem. Dich muss ich fragen. Und du antwortest. Denn du hast alle Dinge geschaffen, du kennst alle Dinge. Ehe etwas war, war er da. So steht es auch in Epheser 1, Vers 4, dass Gott in seinem Sohn die erlöste Gemeinde vor allen Dingen, vor Grundlegung der Welt, erwählt hat. Er wusste schon, bevor diese Schöpfung ist, dass er eine Gemeinde schaffen würde. Er ist vor allem deswegen an diesen Schöpfer der Gemeinde müssen wir uns halten. Nur der, dessen Stellung höher ist als die nachfolgende Schöpfung, kann der wahre Messias sein, kann der wahre Gesalbte sein. Er ist der, auf den alles ankommt. Und dann haben wir gelesen, ja, Auferstehung von den Toten, im himmlischen Reich versetzt. Die Mitregentschaft, zu welchem Engel hat Gott je gesagt, setze dich zu meiner Rechten. Also auch hier wird wieder deutlich gemacht, dass Gott in Jesus Christus allein der Herr ist und dass ihm allein die Ehre gebührt und dass wir uns an ihm allein orientieren dürfen und müssen. Zu welchem Engel hat er gesagt, setze dich zu meiner Rechten? Aber von Jesus Christus wissen wir, dass er zum einen mit ihnen, mit den Pharisäern diskutiert hat in Matthäus 22 und sagt dann, ja, wie sagt ihr denn, der Messias sei Davids Sohn. So doch in den Psalmen steht, dass der Herr zu dem Herrn sagt, dass er der Gott ist. Dass David sagt, mein Herr sprach zu meinem Herrn. Dies und wie ist er denn sein Sohn, wenn er der Herr ist? Also schon die Diskussion wurde dort geführt. Und genauso in Matthäus 26, wo Jesus diese Tatsache vor dem Hohen Rat ausbreitete und sagte, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Das heißt mit anderen Worten, kennt ihr noch einen, von dem das gesagt ist? Nein. Natürlich haben sie das als Gotteslästerung ausgelegt, weil sie merkten, wenn das stimmt, dann ist er ja Gott. Und sie sahen aber nur einen menschlichen Leib vor sich und sagten, er lästert Gott, wir müssen ihn töten. Aber dass sie ihn so nicht erkannten, war auch ein Gericht, was Gott ihnen gegeben hat, so wie es der Herr in Matthäus 13 sagte,
Ihnen wird es in Gleichnissen geben, damit Sie es nicht verstehen. Denn wenn Sie es verstünden, dann müsste ich Ihnen helfen. Und ich will Ihnen nicht helfen. Das heißt also, wenn das Gericht manchmal ausgesprochen wird über eine Nation, über einzelne Menschen, dann kommen Sie aus diesem Gerichtsverfahren nicht eher raus, bis es beendet ist. Wir lesen in der Schrift, dass auch Israel in Babel weinte, wenn sie an Jerusalem dachten. Sie schickten manchmal eine Abordnung zu einigen nach Jerusalem, müssen wir immer noch weinen und bleiben? Ihr kommt nicht eher raus, bevor 70 Jahre um sind. Das Gericht umfasst 70 Jahre. Ihr werdet da nicht rauskommen, ihr könnt da noch so viel weinen. Und das ist das, was hier auch in Israel geschah, dass eine Volksschuld da war durch den Götzendienst. Und darum sagt der Jesus Matthäus 13, sie sollen es noch nicht erkennen, nur ein Teil. Später kommt der Überrest dazu. Und das hat ja der Apostel Paulus in Römer 11 dann auch aufgegriffen und hat ja von dieser Blindheit, diesem Geheimnis gesprochen, was dem Volk zum Teil widerfahren ist. Darum konnten sie ihn gar nicht erkennen als den Messias, weil ihnen die Blindheit gegeben war. Wenn du wirklich sitzt zur Rechten, dann bist du doch der Messias. Aber das können wir nicht annehmen und können es nicht erkennen. Die Gläubigen unter den Juden aber sollten verstehen, dass sie nicht mehr zurückfallen sollen in das Gesetz, sondern dass sie jetzt den Messias in Christus gefunden haben und ihm angehören sollen. Von den Engeln lasen wir, dass sie bestimmte Aufgaben haben. Engel und Engelerscheinungen sollen also niemals ein Heilsmaßstab für Gläubige sein, sondern sollten nur das Wort, das Gott gegeben hat, weitertragen an bestimmte Personen zum Beispiel. Und dienstbar sein. Sagt dem das, sagt dem jenes. Engel sind um unseretwillen ausgesandt. Wenn wir einen Blick in die unsichtbare Welt werfen dürften, jetzt schon, würden wir erstaunt sein, wie gefüllt sie ist mit der Engelwelt. Tag und Nacht sind sie um die Seinen. Warum können wir als Kinder Gottes einen Ruheport empfinden, eine Oase? Nur weil wir abgeschirmt werden. Wenn der Geist dieser Welt auf uns kommen dürfte, würden wir gar nicht zur Ruhe kommen. Die Engelwelt umgibt uns Tag und Nacht im Auftrag des lebendigen Gottes. Sie soll mitarbeiten, dass wir hier in der Zeit für unseren Heiland wirken können. Schon im Alten Bund erschienen Engel, um auch gewisse Botschaften im Auftrag Gottes weiterzugeben, aber nicht, weil sie die Heilsbringer sind, sondern sie wiesen auf das hin, was der, der das Heil ist, tut. Im Hain Mamre, 1. Mose 18, 2, da kamen auch zwei Engel und der Herr und redeten mit Abraham darüber, dass er doch ein Nachkommen haben würde und dass durch diese Nachkommenschaft auch ein Segen für die ganze Welt entstehen würde. Weiter gingen die zwei Engel dann zu Lot nach Sodom und berichteten, dass hier ein Gericht ausgesprochen worden ist und sie die Stadt verlassen sollen. Sie führten sie aus Sodom. Jakob erlebte auch Engel zu Bethel, die auf und nieder gingen auf der Himmelsleiter und später bei der Rückkehr in Mahanaim eine Verheißungsstärkung, dass er doch seinem Bruder Esau begegnen könne. Das war nach diesem Auseinandersetzung mit seinem Onkel Laban, der ihm ja hinterher eilte, weil Jakob mit seinen Frauen, seinen Kindern und seinem Vieh doch das Lager verlassen hatte. Und da wurde er gestärkt durch die Engelerscheinungen.
die ihm gleichfalls sagten, Gott ist mit dir. Wir lesen zum Beispiel von Daniel, dass ihm der Engel Gabriel erschien und mit ihm redete über den Ausgang und Werdegang Israels. Auch Sacharja bekam eine Wegweisung, Sacharja 1, Vers 9. Und nicht zuletzt Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, dem auch der Engel Gabriel erschien und die Botschaft gab, was dieser Johannes sein soll und was jetzt geschehen soll. Also Engel sind dienstbare Geister. Auch Maria, da wissen wir, dass der Engel Gabriel kam, in Lukas 1, Vers 26. Und da wurde dann die unbefleckte Empfängnis angekündigt, die ja heute sehr in Frage gestellt wird. Ihr habt es ja vielleicht auch gelesen, die Frau Käsmann glaubt ja auch nicht daran. Und die Hirten hatten auch die Engelbotschaft in Lukas 2, Vers 13. Sie kündigten das Heil in dem, der über allen steht an. Christus, der Retter, ist da. Josef wurde auch gemahnt durch den Dienst der Engel, nicht weiter im Lande zu bleiben, als zum einen Maria anzunehmen, nicht von ihr wegzulaufen, sie nicht zu verlassen, aber dann mit ihr nachher, mit dem Jesuskind, das Land für eine Zeit zu verlassen. Jesus selbst sagt in Matthäus 4, Vers 11, nach der großen Versuchung der Messiasprobe, da kamen die Engel und dienten ihm. Sie dienten ihm, dem alle Ehre gebührt. Und als er die ersten Jünger rief in Johannes 1, Vers 51, und auch Nathanael dann dabei war, der sich ja zunächst erst weigerte, an einen zu glauben, der aus Galiläa käme, aus Nazareth, aber dann merkte es der Messias und dann sagte Herr Jesus, ihr werdet von jetzt an Größeres sehen, nämlich die Engel Gottes nieder- und heraufsteigen. Die Engel, die sind dabei. Und als er in Gethsemane war, um nun endlich uns zu erlösen, diesen Kampf der Erlösung für uns zu führen und die Jünger einschreiten wollten, wie auch Petrus, der dem Malchus das Ohr abhieb, sagte der Herr, glaubst du nicht, dass ich mir mehr als 12 Legionen von meinen Dienern rufen könnte? Die Engel sind dienstbare Geister. Ich brauche nur sagen, dass sie kommen, die kommen. Aber lass es geschehen. Jetzt muss es mal anders gehen. Ja? Und auch in Gethsemane, als er dann betete und seine Schweißtropfen wie Blutstropfen wurden, steht geschrieben, da kam ein Engel und stärkte ihn. Wir merken also den Unterschied zwischen den Engeln und auch dem Messias. Kinder Gottes, Matthäus 18, Vers 10, wo es heißt ja, wehe denen, die einen dieser meiner Geringsten ärgern. Die Engel begleiten die Kinder Gottes. Denn der Herr sagt, ihre Engel sehen jeden Tag das Angesicht Gottes. Angesicht Gottes. Also ich würde mal so sagen, dein, mein Engel, die, die uns sehen, die erstatten auch Bericht über mich. Aber sie kriegen auch Order für mich, was zu tun, was zu lassen ist, welcher Weg bereitet wird. Die Öffnung, dass plötzlich ich staune, ach, da ist ja eine offene Tür. Die habe ich nicht geöffnet, die hat Gott geöffnet durch seine dienstbaren Geister. Aber ihnen gebührt keine Ehre, ihnen gebührt auch keine Anbetung, sondern allein dem Sohn Gottes. Engel bleiben nur dienstbare Geister. Ihre Handlungen sind nicht mit dem Heil in Jesus Christus zu vergleichen und zu verwechseln. Jesus ist immer höher in der Persönlichkeit, in der Kraft und in der Beauftragung. Er ist Gottes Sohn, so wie er es bezeugt hat, auch vor dem Hohen Rat. Ja, ich bin es. Ich, du sagst es, ich bin Gottes Sohn.
Er ist Gott in Johannes 10, Vers 30 und 14, Vers 9, wo er sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Ich bin Gott. Und wer ihn hört, der hört immer die Worte des Lebens. So hat auch Petrus, als Jesus die Jünger fragte, wollt ihr auch weggehen, geantwortet, ja, wo sollen wir hin? Du hast Worte des ewigen Lebens, kein anderer. Deswegen hören wir auf keinen anderen, nur auf dich. Die anderen können uns solche Worte nicht sagen. Und wenn die noch so schön klingen, die anderen haben keine Worte des ewigen Lebens, auch die Engel nicht, auch keine anderen Wesen, sondern du hast Worte des ewigen Lebens. Und wer ihn aufnimmt, das steht hier in diesem Zusammenhang, der hat das Leben in Ewigkeit selbst, wer ihn aufnimmt. 1. Johannes 5, Vers 12 und Johannes 1, Vers 12. Jesus ist allein Gott. Er ist von Anfang über allem bis zum Schluss über allem. Ich lese uns noch einmal diesen Text, der uns dann vielleicht verständlicher geworden ist. Jesus ist so viel besser geworden als die Engel. So viel höher der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und abermals, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und abermals, da er einführt den Erstgeborenen in die Welt, spricht er, und es sollen ihm alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Gott, dein Stuhl wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Zepter deines Reiches ist ein aufrichtiges Zepter. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit, darum hat dich, o Gott, gesalbt, dein Gott, mit dem Öl der Freuden über deine Genossen und du, Herr, hast von Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Kleid und wie ein Gewand wirst du sie wandeln und sie werden sich verwandeln, aber du bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die ererben sollen, die Seligkeit? Die hebräische Gemeinde sollte erkennen, in Christus haben wir das Ziel erreicht. Wir haben alles, was wir brauchen. Wie es im Kolosserbrief steht, in ihm ist alles, was wir brauchen. Die Fülle der Gottheit leibhaftig. Soweit zu diesem Vergleich, der hier gezogen wird, Jesus, Name über alle Namen, hier im Hebräerbrief.